Herzlich willkommen an diesem stürmischen Donnerstag bei MDR 2. Ja, heute vor 11 Jahren ist mit Orkan Kyrill einer der stärksten Stürme der vergangenen Jahrzehnte über Deutschland hinweggezogen. Auch wenn diesmal wieder heftige Orkanböen entstehen, mit Kyrill wird der Orkan Friederike, der heute über uns hinwegfegt, nicht vergleichbar sein. Ja, das Wetter ist heute ein Thema bei uns. Der Wintersturm Friederike sorgt für ordentlich Wind und Wirbel. Und aufgrund des Sturmtiefs ist der Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen bis auf Weiteres eingestellt. Betroffen sind laut Bahn sämtliche Verbindungen für den Regional- und auch für den Fernverkehr. Viele Schulen schließen wie die in Halle oder unterrichten nur verkürzt. Und Kinder müssen in Leipzig und Umgebung sofort von ihren Eltern abgeholt werden. Und auch die Jobcenter in Gotha, Erfurt und Suhl sind seit dem Mittag geschlossen. Tja, also alle ganz schnell nach Hause, und das gilt nicht nur für die Menschen, auch die Tiere müssen in Sicherheit gebracht werden. Jeanette Eger ist im Tiergarten in Halberstadt. Jeanette, sind denn alle Tiere schon in ihren Gehegen, die großen und die kleinen? Tja, vielen Dank, Jeanette Eger in Halberstadt. Und wir bleiben in Sachsen-Anhalt und schalten weiter nach Harzgerode zu Tina Sawetzki. Ja, wie sieht es denn derzeit in der Region aus? Das sieht schon ein bisschen stürmisch. Vielen Dank, Tina Sawetzki in Harzgerode, und kommt bitte gesund wieder zurück. Dankeschön, Tina. So, und wir schalten zu unserem Wetterexperten Jörg Heidermann. Er ist jetzt vom Dach unseres MDR-Hochhauses zugeschaltet. Jörg, jetzt mal, wo ist der Orkantief Kyrill über uns hinweggezogen? Gibt es da Vergleiche? Und was macht diese Orkanböen so besonders gefährlich, Jörg? Hör jetzt auf, komm wieder runter. Dankeschön, vielen Dank für diese Informationen. Danke. Dankeschön, Jörg. Ja, wegen des Sturmtiefs Friederike stellt die Deutsche Bahn jetzt auch in Niedersachsen den Verkehr komplett ein. Die noch fahrenden Züge enden ab sofort am nächsten Bahnhof. Es ist abends, die Arbeit ist geschafft, man will den Tag entspannt ausklingen lassen. Und auf einmal sieht man das eigene Auto vor der Tür in Flammen stehen. Und so ging es Axel Heinritz aus Görlitz gestern Abend. Er rannte schnell runter zu seinem Wagen, aber das Feuer war schneller. Supermärkte. Ein unachtsamer Moment und der Geldbeutel ist weg. Und so erging es auch Inge Koleitzig aus Halberstadt. Die Lehrerin wollte im örtlichen Einkaufscenter ein paar Kleinigkeiten besorgen. Und auf dem Weg zur Kasse hat sie am Zeitungsregal angehalten und in der Klatschpresse gestöbert. Ihre Handtasche hing also einen kurzen Moment unbeobachtet am Einkaufswagen. Eine junge Frau griff blitzschnell zu und ihre Komplizin hatte geschickt die Sicht versperrt. Nicht richtig lesen und schreiben können. Ja, man könnte meinen, dass das vor allem ein Problem der ärmeren und weniger entwickelten Länder sei. Also weit weg von uns hier, nicht im reichen Deutschland. Aber weit gefehlt, 7,5 Millionen Analphabeten leben hierzulande. Und Betroffene scheitern schon an ganz alltäglichen Dingen, wie ein Formular ausfüllen oder einen Straßennamen lesen. Hilfe finden sie in Analphabetisierungskursen, wie bei diesem hier in Zwickau. Die ersten Auswirkungen des Sturmtiefs Friederike hat jetzt Nordrhein-Westfalen zu spüren bekommen. Am Niederrhein soll ein Mann von einem umstürzenden Baum erschlagen worden sein. Weitere aktuelle Nachrichten aus Mitteldeutschland jetzt im Überblick. Wenn die Bewohner eines Hochhauses im Dresdner Stadtteil Johannstadt mal müssen, dann müssen sie vor allem ganz viel Geduld mitbringen. Denn beim Pipi-Gehen, da heißt es Schlange stehen. Und das nicht etwa vor dem eigenen Bad, sondern vor einem öffentlichen Toilettencontainer. Aber das ist noch nicht alles, was die Mieter ertragen müssen. Dreck, Lärm, kein Wasser. Seit fast einem halben Jahr leben sie auf einer Dauerbaustelle. So, wir schalten zu MDR 4 und zu Anja Köbel. Sag mal, bei dir wird ja heute die Hütte voll, ne? Mit charmantem Männerbesuch. Genau so ist es. Und Sie sind wirklich ein Garant. Ja, das auf alle Fälle. Aber das klingt so ein bisschen wie Après-Ski, ne? Macht einfach gute Laune. Genau so ist es. Klingt wie Après-Ski, klingt wie Oktoberfest auf jeden Fall. Klingt nach guter Laune. Und was ich richtig... Gespannt, Anja, ob du heute wirklich auf dem Tisch tanzt. Mal gucken. Viel Spaß, schöne flache Schuhe anziehen, sonst geht's nach hinten los. Das ist wahr. Tschüss. So, hier geht's um die Ernährung. Kohlenhydrate. Rate im Brot, Laktose in der Milch, ja, was Menschen seit Tausenden von Jahren schon zu sich nehmen, das soll uns auf einmal krank machen. Aber wie ernährt man sich gesund? Ja, wie